Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass man queer sein kann oder queer sein darf. Berlin hat eine der größten queeren Communities in ganz Europa. Brauchen deshalb gerade queere Jugendliche ihre eigenen Jugendclubs? Im Jugendclub Queerdom in Berlin-Mitte treffen wir Alex. Dadurch, dass es halt ein queerer Ort ist, sind auch die allermeisten Menschen, die hierher kommen, queer. Und das bedeutet, dass der Ort hier schon automatisch für mich ein Safer Space ist einfach. Queere Menschen haben häufiger psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen als die restliche Bevölkerung. Das haben Studien herausgefunden und das hat aber nichts damit zu tun, dass sie queer sind, sondern dass sie einfach häufiger nicht akzeptiert und diskriminiert werden. Ich denke auf jeden Fall, dass es queere Jugendclubs braucht, weil viele queere Jugendliche oder auch queere Kinder können dann immer im queeren Jugendzentrum das erste Mal irgendwie erfahren, wie es ist, sich nicht verstellen zu müssen. Wenn ihr auf der Suche nach solchen Angeboten seid, dann guckt gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir ein paar Links für euch gesammelt.